Hakuna Matata! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rule of Rose. Wir haben soeben abgespeichert und werden jetzt weitermachen. Anscheinend sind wir nun erstmal wieder beim Lumpenprinz angelangt. Ihr wisst ja noch, dass als wir das erste Mal beim Lumpenprinz waren, saß dieser Prinz bzw. Junge oben auf einer dieser beiden Stühle, als ob es so ein Riesenthron ist, um sich auch symbolisch von den anderen abzuheben, um seine Macht auszuüben, dass er größer und stärker ist. Und sowohl links als auch rechts und in der Mitte lagen drei Märchenbücher. Drei Kapitelbücher, besser gesagt. Ich glaube, hier lag einmal The Bird of Happiness, also der Vogel des Glücks. Auf der rechten Seite lag dann The Mermaid Princess, die Meerjungfrauenprinzessin. Und in der Mitte haben wir jetzt gerade The Goat Sisters, also die Ziegenschwestern, beendet. Diese drei Bücher haben wir beendet. Ich klicke hier einmal mit X rum, aber es passiert nichts. Sie sagt nichts dazu. Es ist leer. Diesmal liegen hier keine Bücher. Das heißt, wir haben drei weitere Abschnitte, Kapitel durchlebt. In der Vergangenheit befinden uns jetzt wieder im Oktober. Und es gibt hier erstmal nichts. Dann drehen wir uns einmal. Und ja, dadurch, dass keiner auf dem Thron sitzt und dort keine Bücher mehr liegen, laufe ich jetzt hier mal weiter. Also laufe ich den Gang zurück entlang. Möchten wir erneut speichern? In Ordnung, dann lasst uns ruhig erneut speichern. Die Frage ist nur... Oh, so viel Meerjungfrauen. Speichern wir nochmal auf Meerjungfrau ab. Das Kapitel habe ich ja bereits abgeschlossen und auch schon hochladen können. Deswegen ist das nicht schlimm, wenn wir das überschreiben. Wir sind nun im June. Lebkuchen heißt der Titel. Oder nennt sich der Titel. June, the Gingerbread House. Das Lebkuchenhaus. Oh, das... Oh. Als das arme Mädchen erwachte, war sie in einem Rosengarten. Der Ort war fremd, aber doch vertraut. Das arme Mädchen sah sich um und bemerkte, dass sein treuer Begleiter verschwunden war. Das arme, einsame Mädchen wurde sehr traurig. Wir erwachen nun gerade in diesem wunderschönen Rosengarten. Wie ihr es aber bereits auch schon mitbekommen habt, hat uns aber ein Mann hierhin verschleppt. Ein erwachsener, großer Mann. Und er hat uns hier in diesem Rosengarten liegen gelassen. Ich weiß jetzt
Oder ich habe den Satz falsch angefangen. Wir sind nun in einem neuen Kapitel, es nennt sich das Lebkuchenhaus. Erwachen aber zu Beginn in einem Rosengarten und das sogar einsam. Wir sind ohne Brown. Symbolisch könnte das... Das ist jetzt nur, wie gesagt, allgemein, was mir sofort durch den Kopf schießt. Symbolisch könnte das wieder für einen neuen Lebensabschnitt bedeuten, dass dieser Mann etwas mit unserer Vergangenheit zu tun hat und dass seitdem dieser Mann aufgekreuzt ist, wir anscheinend Brown auch nicht mehr haben. Man weiß jetzt auch nicht, was dieser Mann gemacht hat. Ich meine, wir liegen jetzt hier in diesem wunderschönen Rosengarten. Es könnte sein, ich sage es jetzt einfach. Also es sind jetzt einfach Thesen, die ich in den Raum stelle, mehr oder weniger. Das mache ich ja sehr oft, weil ich sehr viel nachdenke. Und gerade dieses Spiel regt sehr viel zum Nachdenken an. Also wundert euch nicht, wenn irgendwelche Thesen plötzlich aus meinem Mund rauskommen und ihr euch fragt, hä, wie kommt sie auf sowas? Das wird ja dann immer mehr im Spiel erklärt, ob das eine berechtigte These ist oder eine unberechtigte These. Aber es könnte beispielsweise auch so sein, was mir jetzt einfach durch den Kopf geht, ist, dass wir entführt worden sind von diesen, als wir uns bei den Ziegenschwestern befunden haben. Und ich weiß nicht, ob was das für ein kranker Mann ist. Vielleicht liebt er ebenfalls Rosen. Oder zumindest liebt er vielleicht keine Rosen, sondern er hält es für besonders romantisch, da man Blumen allgemein eine weibliche Zuordnung eher zuschreibt. Das heißt, diese Rosen stellen für ihn Weiblichkeit dar und diese Weiblichkeit wollte er noch mehr Druck verleihen, indem er halt die Jennifer entführt hat, weil er die Jennifer attraktiv empfunden hatte als weibliches Wesen. Und ich weiß nicht, ob er sie, als sie ohnmächtig war, hier betatscht bzw. sexuell belästigt hat oder vielleicht auch vergewaltigt hat. Denn der Brown, also sprich die Beschützerrolle, der Brown war eine Zugangs-, eine Vertrauensperson für die Jennifer und plötzlich ist der Hund weg. Genau in dem Moment, wo ein Mann plötzlich Macht irgendwie über die Jennifer ausübt, in welcherlei Hinsicht auch immer. Es muss ja nicht vielleicht gleich immer das Schlimmste sein mit der Vergewaltigung oder so. Es könnte aber sein. Das waren jetzt einfach so meine Gedanken. Ich habe hier den wunderschönen Rosengarten einfach wild mit X rumgeklickt und dieses Fenster ist aufgeploppt. Jemand muss den Garten pflegen. Schöne Rosen sind in voller Blüte. Ich drücke noch mehr X. Rote Rosen blühen überall im Garten. Sie sind intensiv rot, wie Blut. Genau, und hier hat jetzt die Jennifer selbst eine Assoziation zu den roten Rosen gemacht. Rot ist natürlich deutlich die Farbe von Blut, aber auch allgemein der Verführung, der Wut oder der Achtung, dass es irgendwas Schlimmes ist. Genau, und sie hat das hier mit Blut assoziiert. Die schönen Rosen erinnerten sie an blumige Worte, wahre Liebe. Und umso, schaut mal, das lohnt sich, das ist einfach so bei älteren PlayStation 2-Titeln, zumindest bei diesen Survival-Horror-Spielen, dass du wirklich umso öfter du irgendwas X drückst. Ich meine, schaut euch das an. Ich habe drei verschiedene Stellen vom Rosengarten angeklickt. Andere würden vielleicht gar nicht anklicken, die das nicht gewohnt sind mit viel X und Erkunden. Oder die meisten drücken vielleicht einmal, lesen einen Satz. Denken sich, okay, hier sind überall Rosen, das heißt, es wird überall der gleiche Satz aufploppen. Dem ist hier aber jetzt nicht so. Ich habe diese Stelle verwendet. Diese Stelle, glaube ich, habe ich hier verwendet. Und hier sagt sie wieder was anderes. Und diese Ecke habe ich verwendet. Und sie sagt erneut etwas anderes. Und das finde ich einfach interessant, gerade wenn es um solche Spiele geht. Gut, jetzt ist hier derselbe Satz wie zu Beginn. Aber es ist einfach interessant, wo du lernst, den Protagonisten näher kennen. Du lernst seine Gedanken kennen, wenn das im Spiel so eingebaut worden ist. Und
Das liebe ich einfach. Es ist hier auch ein ganz abgeschottenes, rundes Fleckchen. Also, wie ihr sehen könnt, ist hier wirklich nichts. Und man kann. Also, hier gibt es nur einen einzigen Weg. So. Da läuft er weiter. Aber er trottet viel eher. Ich fand, er hatte nicht wirklich so eine ganz normale, aufrechte Ganghaltung, sondern eher dieses so langsame, schleifige. Schwierig zu erklären, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Es ist zu, man kommt nicht weiter. Ja, Jennifer, weil du auch so klein bist und nicht drüber klettern kannst. Genau. Holy shit. Holy shit, wer hätte das gedacht? In Ordnung, dann werden wir jetzt hier einmal den Weg oder Pfad, der den Mann bereits bestritten hat, einmal selbst entlang gehen. Und er zieht sich wirklich ganz schön in die Länge und nur auf der rechten Seite befinden sich Rosen oder blühen Rosen. Es führt zum Lebkuchenhaus. Es sieht für mich nicht aus wie ein Lebkuchenhaus. Für euch? Ich weiß es nicht. Das Gute ist, immer am Anfang eines neuen Kapitels haben wir volle HP-Leiste. Yeah. Sehr schön. Hier haben wir Max Notizbuch. Das würde ich jetzt einfach auch mal ablegen. Das ist jetzt nicht relevant. Die Murmeln. Ach Mensch, ey. Die Wäscheklammern und das. Und das Frühlingsparfüm. Daran muss ich auch noch schnüffeln. Da stand ja ein Fragezeichen. Vielleicht kann man wirklich was damit interagieren. Aber wir werden hier erstmal abspeichern. Speichern. So, genau das werde ich nicht überschreiben. Das werde ich nicht überschreiben. Das auch nicht. Das ist mein erster Playthrough. Ja, das könnt ihr hier gut sehen. Könnt ihr gut sehen, ne? Sehr schön. Sehr gut. Ziegenschwestern, das war das. Ah, das Original. Nicht das Original. Ach doch, nur 2 Minuten später. Mache ich es jetzt mal auf die 7. Sehr schön. Sehr gut. Das Speichern hat erfolgreich geklappt. Ich habe hier so eine kleine Liste mir aufgeschrieben zum Spiel wegen den ganzen Abschnitten. So, 1, 2, 3, 4. Wir haben, wenn das noch richtig gezählt ist, oder nein, ich verrate euch das nicht. Komm, ich. Auch wenn es kein wirklicher Spoiler war, aber ich lasse es einfach. Hier befindet sich erstmal ein Briefkasten. Du kannst kaum den verblassten Namen auf dem alten Briefkasten lesen. Gregory M. Wilson. Gregory M. Wilson. Ein Mann lebt hier, also tatsächlich. Bevor wir ins Haus reingehen, möchte ich erstmal gerne diese komische Hütte untersuchen. Ich mag Hütten. Wer mag nicht Hütten, die so. Das nennt sich sogar Keksschuppen. Das klingt ja total niedlich. Also, wenn man das jetzt aus kindlicher Sicht betrachtet, scheint, oder vielleicht war Jennifer als Kind hier und nennt es deswegen Keksschuppen oder Lebkuchenhaus. Ich weiß es nicht, weil jetzt als erwachsene Jennifer und wir jetzt als unsere erwachsene Sicht sehen ja, dass es einfach nur ein ganz normaler, wie nennt man immer sowas, so ein Gartenschuppen oder so ein Laubschuppen irgendwie ist. Ja, also. Oder eine Laube, glaube ich, nennt man das sogar auch. Wo halt einfach Gartengerätschaften oder ähnliche Werkzeuge gelagert werden. Ein Geruch von Staub und Moder erfüllt den Schuppen. Und ja, die Aufnahme läuft gut. Moder und Staub. Also sehr alt. Ja, es liegen hier Werkzeuge, Seile. Es sieht trotzdem.
trotzdem irgendwie gruselig aus, finde ich. Also es ist ein Lagerschuppen. Und da wir keinen Brown haben, können wir derzeit auch an nichts schnüffeln. Also wir können jetzt auch keine Hinweise folgen. Wir müssen jetzt... Wir sind auf uns alleine gestellt, besser gesagt. Und genau, deswegen gehe ich hier erstmal um das Haus herum, weil ich glaube, im Haus geht es... Wow, tatsächlich weiter. Und schaut mal, es lohnt sich, die Ecken abzusuchen. Wir haben eine Hauskarte gefunden, die nicht geöffnet wird. Lebkuchenhaus. L1, Stock, zoomen. Ich hab es schon in den davorigen Parts erwähnt. Ich erwähne es gerne auch noch ein letztes Mal. Diese Karten sind irgendwie komisch. Ach, und schwierig zu lesen. Wobei diese ist ja noch einigermaßen gut. Also hier auf der rechten Seite, finde ich, sieht man deutlich, dass das dieser schöne blühende Rosengarten war. Dann war das genau. Links ist der Schuppen. Wir befinden uns hinter dem Schuppen. Und dann sehen wir da das Haus. Und die Türen. Interessant. Habe ich schon mal erwähnt, dass es hier in diesem Spiel mehrere Enden gibt? Und nur mal so am Rande, so, ich meine, interessiert bestimmt jedem. Aber wie gesagt, ich bin wirklich eine Spielerin, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. Wie ihr seht, ich laufe entlang von Wänden, entlang von Zäunen und klicke einfach viel rum. Bin einfach super neugierig für die ganze Welt, die mir geboten wird. Und deswegen findet man auch einfach mal so ein großes Loch in der Wand. In der Wand ist ein großes Loch, als ob etwas Schweres dagegen geworfen worden wäre. Kann man da reinschauen? Anscheinend nicht. Aber das Haus ist also in einem nicht ganz so makellosem Zustand, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und bisher wurde es also noch immer nicht repariert. Weiter von diesem Zaun gibt es nichts. Dann gehe ich zurück. So, und klick ab hier wieder alles an. Ah, und wir schauen unten. Das scheint der Keller zu sein und das war wahrscheinlich der Mann, der uns hierhin verschleppt hat. Und er saß plötzlich im Keller mit einer am Kopf gerichteten Waffe. Ich finde das gut, dass man in manchen Fenstern so leicht reinschauen kann. Das sieht so realistisch aus. Ja. Okay, das ist nicht gut. Es gibt ja einen Hintereingang, den werde ich aber vorerst nicht anklicken. Garten? Es gibt nochmal einen extra Gartenabschnitt. Aber okay, wenn es das gibt, dann ist das schön. Hier ist sogar ein großer Baum. Aber hier sagt sie nichts zu. In Ordnung. Der Boden wurde an mehreren Stellen umgegraben. Etwas hat hier... Stimmt. Tatsächlich. Ein Fenster. Ein normales Fenster. Ich drehe mal wieder die Perspektive. Man kann die Schaufel aufheben. Jennifer fand Schaufel. Entschuldigung. Was ist die Schaufel? Es ist eine Waffe. Es ist ein Waffengegenstand. Wie groß ist denn die? Wenn wir die jetzt aufrüsten? Also die Reichweite müsste auch relativ lang sein, ähnlich wie beim Stahlrohr. Ich werde das mal nochmal
Ja. Die Frage ist nur, was macht mehr Wucht? Was macht mehr Schaden? Ich glaube, wenn man so ein hartes Stahlrohr auf den Kopf kriegt oder auf den Rücken, dadurch, dass es Metall und Eisen ist, ist es nicht so angenehm. Aber eine Schaufel ja eigentlich auch nicht. Ich meine, der Griff ist zwar aus Holz, aber vorne das zum Schaufeln, die Fläche, die ist ja auch aus Metall. Soll ich die... Ach komm, nehmen wir die Schaufel. Ja, nehmen wir die Schaufel. Ich weiß, also dadurch, dass wir es hier mit einem fremden Mann zu tun haben, würde ich mich schon gerne ein bisschen sicherer fühlen. Hier gibt es sogar einen Eimer. Ah, aus dieser Perspektive kann man das also wieder anklicken. Gut, hier gibt es eine Schubkarre. Die Werkzeuge sind stark abgenutzt. Also sind sie sehr häufig im Gebrauch bisher gewesen. Ja. In Ordnung, sie sagt erneut dasselbe. Ich klicke mal weiter hier rum. Oh, da wollte ich noch nicht hin. Aber hier geht es anscheinend wieder zur vorderen Partie, wo auch jetzt dann gleich der Eingang mit dem Briefkasten ist und das, und den Schuppen. Genau, Garten. Garden. Ah, schaut mal, die Schaukel ist kaputt. Nur eines der verrotteten Seile ist noch intakt. Eine Schaukel? Heißt das, hier hat auch mal ein Kind gelebt? Weil man Schaukeln ja so spielplatzmäßig verbindet, sage ich mal. Oder vielleicht eine Frau, die halt gerne hier so im Garten saß und hin und her geschwungen ist. Ich denke aber, dass wir, genau, dass wir soweit dann alles erkundet haben. Ja. Genau. Dann, ja, seid ihr auch so gespannt wie ich, was wohl sich im Inneren des Hauses befinden wird. Oh ja, was ist da nur? Nachdem wir jetzt so viel erkundet haben, werde ich ein letztes Mal abspeichern, weil wir wissen nicht, was im Haus vor sich geht. Und es könnte auch sein, dass dieser Mann vielleicht ein Bosskampf sein wird. Es könnte sein, muss nicht sein, aber sicher ist sicher. Ich bin immer speichersüchtig. Das wisst ihr bereits auch schon. Überspeichere ich. Ziegenschwestern. Nicht Ziegenschwestern. Meerjungfrauen. Ja, Meerjungfrauen klingt doch gut. Unter dem Meer, unter dem Meer. Da komme ich her, da komme ich her. Auch wenn der Text vielleicht gar nicht mehr so ging, aber... Alright, let's get inside. Inside.